Wenn das jetzt jemand hört, der noch so mittendrin steckt in so einer beschissenen Beziehung, was würdest du dem oder der gerne sagen, so? Ich bin Danke ganz dir erschrocken, für weil ich wollte ein Video von dir einer Freundin schicken über Beziehungen, dass man quasi immer dieselben Menschen über Online-Dating anzieht, so den. quasi. Und auf einmal sehe ich mich und dachte mir, huh. Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmer, Partner, Beziehungscoach, Beziehungspsychologe und diesmal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute haben wir ein ganz besonderes Schmankerl, wo ich mich wirklich sehr darüber freue. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Doku 37 von 37 Grad, also diese ZDF-Produktion Too Toxic to Handle über toxische Beziehungen. Da gab es, ich glaube, drei Protagonisten und genau, wir sprechen heute mit einer Protagonistin, die dabei war, die sich auch nicht so korrekt wiedergegeben gefühlt hat und eigentlich auch die gleichen Dinge bemängelt, die ich auch immer bemängel, dass das immer zu sehr so als Opfer, also als reine Opferstory geschnitten werden, diese Berichte über toxische Beziehungen. Genau, deswegen sprechen wir jetzt mit der wunderbaren Friederike über ihren Weg raus aus toxischen Beziehungen, was sie da in der Doku von 37 Grad nicht hatte sagen können. Und was sie, ja, was sie gerne noch erzählen möchte über ihren Weg, wie sie das geschafft hat, dass sie heute da steht, wo sie da steht. Und genau, freue mich. Kommentiert gern, aber wie immer, wenn Gäste da sind, kommentiert ein bisschen überlegt. Und genau, dann gehen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Ja, hallo Friederike, schön, dass du da bist. Ja, Freue mich vielen Dank, dass ich dabei total. sein darf. Schön, dass wir dieses Interview machen können. Genau, du hast ja teilgenommen an dem ja sehr viel geklickten Video Too Toxic, 37 Grad, Too Toxic to Handle von 37 Grad, so eine Produktion, wo es um toxische Beziehungen geht. Und das warst du ja auch eine der Hauptprotagonistinnen. Willst du mal ein bisschen erzählen, wie so diese Beziehung verlaufen ist, dass wir so ein bisschen reinkommen, genau, wie seid ihr zusammengekommen, was ist so passiert, nur so, dass wir uns das ein bisschen vorstellen können, was da abgegangen ist. Genau, also wir haben uns auf der Arbeit kennengelernt und tatsächlich fand ich ihn da sehr anziehend. Und ja, die Kollegen hatten schon ein bisschen vor ihm gewarnt und meinten, dass er wohl ein Frauenheld ist. Und mich hat das aber gar nicht so krass interessiert. Mich hat eher so das Fachliche interessiert. Und tatsächlich ist es bei 37 Grad auch ein bisschen untergegangen. Also es ging 2,5 Jahre und nicht ein halbes Jahr. Oh, Und okay. genau. Krass, Und ja. der Punkt war eher der, dass wir immer in so einem Hin und Her, in so einem On-Hold, sage ich mal. Also es war peinlich zunächst mal, bis dann immer mehr involviert wurden. Das wollte er auch so. Und es war quasi immer so dieses, ich kann mich noch nicht ganz für dich entscheiden, Ah, okay, ja. aber ich habe Gefühle für dich. Und jedes Mal, wenn ich dann gehen wollte und gemerkt habe, nee, das reicht mir nicht, ja, dann hat er mir quasi genau das gegeben, was ich wollte. Also meine Eltern kennenlernen oder meine Freunde. Und Ah, das war dann okay. quasi immer so ein bisschen mehr als Affäre, fast schon Beziehung in unserem Umfeld. Aber nach außen hin war das letztlich dann wahrscheinlich für ihn offiziell, war er da Single. Das weiß ich nicht, wie er das hingestellt hat. Ja. Ah Genau. ja, okay. Hast du denn irgendeine Ahnung, warum? Also klar, wir gehen jetzt nicht so in alle persönlichen Details, die lassen wir raus, aber warum das geheim war? Was hat er, lag das, war er in einer anderen Beziehung oder war das irgendwie auf Arbeit eine Beziehung oder woran lag das so? Naja, also er hat das immer so deklariert, dass das ja was Intimes ist und dem habe ich auch zugestimmt tatsächlich. Und es war, also jetzt retroperspektivisch, natürlich so, damit er seine Freiheiten hatte. Ja, hat sich Also ganz er hatte, ja. genau, er hatte mindestens eine Parallelbeziehung, die aber auch so ein bisschen on hold war. Das weiß ich bis heute tatsächlich nicht. Und wahrscheinlich diverse Affären. Also ich denke, er hat das. Auch wahrscheinlich war es ein Mittel, um mich zu binden, weil ich natürlich damals noch ihm immer mehr gefallen wollte oder immer mehr in diese Beziehung investiert habe, dass er sich jetzt endlich komplett zu mir bekennt. Und Ja, ich verstehe. weiß nicht, ob das bewusst oder unterbewusst war, aber es war auf jeden Fall ein Faktor, dass ich immer Angst hatte, was falsch zu machen, dass er dann argumentieren kann und sagen kann, naja, also jetzt möchte ich es doch nicht oder alles, was du bisher investiert hast, reicht immer noch nicht. Vielleicht, Ja, ja. ja. Oh, krass. Ja, okay. Hast du denn auch so Anhaltspunkte, dass er irgendwie fremdgegangen ist so in den 2,5 Jahren oder dass da neben dir was gelaufen ist so?
Genau, also ich hatte ihn tatsächlich immer wieder konfrontiert, weil ich so ein Gefühl hatte und habe ihm das auch ganz offen gelegt. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich immer mal wieder aus der Beziehung raus wollte und gesagt habe, es macht mich nicht glücklich, ich möchte gehen. Und dann kam aber wieder dieses, ich habe so viel Gefühle für dich. Ich habe ihn auch in diesen 2,5 Jahren mehrfach damit konfrontiert. Er war viel allein im Urlaub, das habe ich unterstützt, ne? Hat einen stressigen Job und angefangen hat es, so wird es auch in 37 Grad dargestellt, dass ein gemeinsamer Bekannter, der mit ihm beim Skifahren war, nach 2 Jahren wohlgemerkt zu mir meinte, du vor 2 Jahren war da was, aber ich habe ihm versprochen, nichts zu Ja. sagen. Und Oh Mann, ey. dann wurde ich misstrauisch und an meinem Geburtstag tatsächlich bin ich an sein Handy gegangen und dort habe ich dann Bilder gefunden und Nachrichten, die aber nicht eindeutig waren, und hatte mir die Nummer von dieser Frau abgespeichert. Und darauf folgend habe ich ihn damit konfrontiert und er meinte dann, naja, was willst du denn dagegen tun, falls wenn? Und als ich gehen wollte, hat er dann zu mir gesagt, das stimmt nicht, das ist vorbei mit der Frau, er hat Gefühle für mich entwickelt und er hat es beendet und ab jetzt ist das alles was anderes und er will mich nicht verlieren. Und das ging dann wirklich 3 Wochen. Und ich hatte so ein schlechtes Gefühl und dachte mir, nee, das war wie so ein Überlebenskampf. So, nee, Ja. jetzt lasse ich mich nicht mehr verarschen, mit Verlaub gesagt. Und ich habe ihn dann immer wieder konfrontiert und gefragt, ist es wirklich vorbei mit dieser Frau? Weil das hat von den Textnachrichten her keinen Sinn gemacht. Also, die war in derselben Stadt wie ich, zum selben Zeitpunkt, schreibt er holt sie vom Bahnhof ab. Und er meinte, er wusste nicht, wer diese Nachricht geschrieben hat. Also, es war, die Lügen wurden dann tatsächlich immer schlechter, in Anführungszeichen. Und dann habe ich mich emanzipiert und als ich sicher war, er fährt gerade in Urlaub, habe ich sie angerufen und habe Wow, gefragt, wer ja, sie sehr ist. cool. Ja. Und dann ist es rausgekommen und Ja, ja. dann ist es rausgekommen, sie wirkte nicht ganz so schockiert und hat mir dann erzählt, dass sie seit 2017 mit ihm in einer Beziehung ist. Und Oh damals war mein Gott. 2020, und Boah. dass sie bald heiraten wollen. Und ja, ich dachte dann tatsächlich, ich habe in ihr eine Verbündete gefunden, weil wir uns dann ausgetauscht haben, Nachrichten, Bilder, alles, ja. Aber sie ist mit ihm zusammengeblieben und hat ihn dann auch geheiratet. Ach echt? Ja. Oh, die Arme. Hat ihn geheiratet. Okay. Wow, das ist Wobei echt ich krass, sagen ey. muss, das war für mich nochmal so eine doppelte Enttäuschung, weil ich dachte so, hey krass, ich habe der doch gerade erzählt, dass er 2,5 Jahre ein Parallelleben geführt hat. Wie unwichtig kann ich denn sein? Oder wie, also ich habe meine Werte total in Frage gestellt. Ich habe mich gefragt, so, sollte ich das auch verzeihen? Oder warum verzeiht man das als Frau nicht? Also ich war total desillusioniert hinsichtlich meiner Wertevorstellung, dass auch diese Frau letztlich mich über den Tisch gezogen hat oder mich hintergangen hat. Also, ja. Ja, das ist immer so irritierend, ne? Ich glaube, viele haben auch immer so die Idee, wenn ich jetzt die anderen Frauen kontaktiere, dass, oh, dann tun wir uns alle zusammen und machen so einen Girls Club. Aber leider geht es oft so aus, wie, ne, dass man, manchmal kriegt man sogar noch Ja. Ärger oder ich weiß nicht was, so, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, oder man ist selbst der Blöde, genau. Ja, das ist ja krass. Ja, da haben wir ja diesen typischen Ablauf, ja, von so ein bisschen Lovebombing, Manipulation, dann wieder zurückholen. Wann war denn so der Zeitpunkt, wo es dir anfing, so schlecht zu gehen oder wo du dich einfach nicht mehr wohlgefühlt hast mit der ganzen Geschichte, so. Also ziemlich, ich könnte schon sagen, so, das hat im Sommer angefangen und im Januar des Folgejahres habe ich schon gemerkt und er übrigens auch, dass ich wahnsinnig abgenommen habe. Ah, Genau, okay, das waren so Phasen, wo einfach ich war so unter Stress, weil wir hatten einen wahnsinnig schönen Abend und dann hat er sich einfach nicht mehr gemeldet, 3, 4 Tage und aus dem Nichts hat er mir wieder geschrieben, es war ein toller Abend, wollen wir uns sehen und ich dieses Hü-Hott. Das habe ich richtig gemerkt, wie mir schlecht wurde davon. Und ja, nach einem halben Jahr würde ich sagen, habe ich schon gemerkt, ja, Moment, also normalerweise in der Dating-Phase wird es jetzt eigentlich bekennender oder zumindest irgendwie, ja, man spürt mehr das Wir. Und Ja. das Problem war tatsächlich, das war ziemlich am Anfang, dass ich gemerkt habe, es geht mir nicht so gut, weil ich immer wieder das angesprochen habe und gesagt habe, hey, schau mal, das ist doch nicht schön, wenn du dich dann nicht mehr meldest, verstehst du, das versucht zu spiegeln. Und das Problem war, dass ich immer das Gefühl bekommen habe, du verlangst zu viel, so lange geht es doch mit uns noch nicht. Was willst du denn da Utopisches? Und irgendwann
bin ich immer ruhiger geworden, weil nur noch er das Zentrum war. So, Ja. meldet er sich nicht, was macht er wohl? Mache ich gerade was falsch? Bin ich nicht schön genug? Und das hat ziemlich schnell in Anführungszeichen angefangen, ja, so schleichend, Ja. aber tatsächlich. Ja, das wird ja auch immer wieder berichtet, dass so das eigentlich ich sag mal, nach 100 bis 200 Tagen, also diese 6, 7 Monate, ist er erstmal schon voll drin, irgendwie so in diesem, ne, so, Voll. ne. Ja, und das ist ja, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, an das 37-Grad-Video ist auch noch weitergegangen, ne, dass du nicht mehr essen konntest und schlafen, oder wie ging das dann weiter so? Genau, also nach der Zeit habe ich gemerkt, oder mein Umfeld hat das dann schon immer mehr gemerkt, dass es hieß, ja, sag mal, das kann doch nicht sein, du bist eine tolle Frau, wieso bekennt er sich nicht? Und dann, wie vorhin erwähnt, hat er sich dann immer mehr bekannt, meine Freunde kennengelernt, meine Eltern. Und trotzdem hatte ich immer dieses Gefühl, es reicht nicht, ich reich nicht. Und dann hat es angefangen, dass hinter verschlossenen Türen er sich mir immer sehr offenbart hat und gesagt hat, er hat Probleme und ihm geht's nicht gut und ich soll mich von ihm fernhalten, weil er ist ja eigentlich total labil und dann ist es aber gewechselt in Aggression und es Oh. war so, ich dachte dann immer, ich kenne ihn wirklich. Und wenn mein Umfeld was gesagt hatte, so, hey, das ist doch nicht normal, so, dann habe ich mir immer gedacht, naja, aber ihr wisst ja nicht, wie er sich mir schon anvertraut hat. Und letztlich habe ich dann angefangen, wirklich tatsächlich, obwohl ich sehr tough bin, würde ich sagen, im Auto zu üben, wie ich ansprechen kann, dass es mir nicht gut geht, dass mir was fehlt, weil er mir immer das Wort umgedreht hat und ich mir dachte, nee, also, hä, das kann doch nicht sein und habe dann selber im Auto vorm Spiegel angefangen zu reden, hey, wir müssen über unsere Beziehung, über unsere Interaktion reden. Und das wurde immer schlimmer. Also ich habe mich nur gut gefühlt, wenn ich bei ihm war. Und danach ging es eigentlich dauerhafter darum, wieso meldet er sich nicht mehr, was passiert jetzt? Wenn ich was angesprochen habe, hat er es mir immer abgesprochen im Sinne von, du übertreibst, du bist eine Psycho, was redest du da schon wieder, kannst du nicht einfach mal genießen? Lauter so Sachen, die mich wahnsinnig verunsichert haben und das hat sich eigentlich immer potenziert. Ja. Ja, da haben wir ja dieses ganze Programm damit, Future Faking, wie ich das immer nenne, also irgendwie versprechen, dass irgendwas eintritt, was nicht eintritt, dieses Ja. Gaslighting, und ja, das, also ja, kann man richtig vorstellen. Ich kenne das auch teilweise von früher, dieses, dann reden wir immer mit Freunden und warum hat er jetzt das oder warum dies oder warum jenes, ne? Warum ist das passiert? Und ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Und Wahnsinn, ja. irgendwann habe ich mich halt tatsächlich, wenn ich unterbrechen darf, so Ja, geschämt, gerne. weil ich mir dachte, oh Mann, jetzt haben die mich so gestärkt und wenn ich zu Hause war, habe ich auch gewusst, das ist ein Quatsch, was ich hier mache. Aber dann eine Nacht oder einen Abend mit ihm und Ja. wirklich tiefe Gespräche, auch teilweise, was in ihm vorgeht. Und dann dachte ich mir, jetzt kann ich nicht meinen Freunden erzählen, ja, ich war schon wieder dort und es war Ja. eigentlich ganz toll. Und ja, da kam ich mir dann einfach irgendwie so blöd vor und ich wurde immer einsamer tatsächlich, weil ich dachte, weiß ich nicht, es ging da bei mir auch um eine Studiumsfrage, ob ich das annehme oder nicht. Und tatsächlich war ich auch auf dem Arbeitsplatz nicht so zufrieden und ich bin immer mehr in mich zusammengesackt, obwohl das gar nicht mehr naturell war. Ja, das zieht einfach unheimlich Energie, ne? Diese Geschichten. Und klar, wenn man jetzt weiß, was da nebenher noch die ganze Zeit was gelaufen ist, das ist schon echt krass so, ne? Als ich dann getrennt hast, ist er dann immer noch weiter angekommen oder war dann wirklich irgendwann Schluss so? Oder hat er sich dann noch weiter gemeldet? Genau, also wir hatten einmal einen Durchbruch, das war Weihnachten, bevor das dann im Juni aufgeflogen ist. Und da bin ich zu ihm nach Hause gefahren, habe ihm so einen Schlüssel gegeben und habe gesagt, ich kann das nicht mehr. Das ist nicht das, was ich will. Ich saß dann Weihnachten bei meinen Eltern und die erkennen mich nicht mehr wieder. Es ist vorbei jetzt. Sehr interessant, auch wenn ich ihn lange nicht gesehen habe, war ich viel selbstbewusster. Und wenn ich dann bei ihm war, dann Ja. wurde ich wieder total klein und habe mich selbst nicht erkannt. Und da hat er dann gemeint, na ja, aber wieso? Und er hat doch Gefühle. Und dann bin ich quasi wieder in diesen Strudel reingeraten. Und im Juni, als ich es dann rausgefunden hatte, meinte er, es sei vorbei mit dieser Frau. Und da habe ich ja diese 3 Wochen, die ich erwähnt hatte, ihn so ein bisschen ankommen lassen oder versucht, darum zu kämpfen und ihn immer wieder zu konfrontieren. Ist es denn wirklich vorbei?
Und da meinte er dann zu mir, jetzt langt's. Entweder du glaubst mir jetzt, aber das Thema ist jetzt beendet. Sonst beende ich das mit uns Wow, wieder. krass. Ja, Genau. okay. Und daraufhin habe ich sie angerufen, habe ich ja auch erzählt, wo sie dann meinte, sie sei mit ihm zusammen. Und ich habe mich dann nicht mehr gemeldet. Und er kam aus dem Urlaub zurück und hatte die Rollos in seiner Wohnung runter und die Klingel ausgeschalten. Und ich Gottes wollte Wäsch. unbedingt noch ein Heftige klärendes Geschichte. Gespräch. Ich habe so nach Antworten. Ich dachte mir so, boah, die letzten 3 Wochen hätten nun wirklich nicht mehr sein müssen. Also ich hatte doch schon Beweise, wieso dann nicht einfach zugegeben? Und da gab es, also der hat auf Nachrichten nicht reagiert, eigentlich eher so mit Silent Treatment bestraft. Tatsächlich war ich diejenige, die es nicht lassen konnte oder die danach Antworten gesucht hat. Und ich war dann noch ein paar Mal vor seiner Tür. Wir haben dann auch uns noch ein paar Mal getroffen. Er hat aber auf die WhatsApp-Nachrichten clever nicht geantwortet, weil sonst hätte ich ja einen Beweis gehabt. Er kam zu den Treffpunkten und da waren das immer so im Kreis drehende, nichtssagende Gespräche. Also jetzt im Nachhinein. Ich habe immer gefragt, warum hast du das gemacht? Was ist los? Und es war zwischen Aggression und Gleichgültigkeit und ich vermisse dich, war eigentlich alles dabei. Aber ich bin Oh, nie aus dem schlimmer. Treffen gegangen und habe mir gedacht, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich, was er sich dabei gedacht hat, wieso er mir das angetan hat. Es war immer irgendwie im Nachhinein. Habe ich mich immer noch, oder hat er mich weiter an sich gebunden, hatte ich das Gefühl, weil er wusste, ich will diese Antworten und die habe ich einfach nicht bekommen. Ja, das ist immer das Problem bei diesen toxischen Beziehungen. Man kriegt einfach keinen Abschluss, ne? Das ist, Nicht? ja, es wird ja auch nie mal Entschuldigung gesagt oder tut mir Nee. leid oder ne, es ist, selbst wenn man die Fakten auf den Tisch legt, ne, das ist wirklich kaum zu akzeptieren, ey. Wahnsinn. Aber danach, aber irgendwann war dann tatsächlich Schluss und ihr hattet dann auch keinen Kontakt mehr. Genau. Ich war dann nochmal dort und habe alles gesagt, was ich sagen wollte, weil irgendwann habe ich verstanden, also von ihm kommt nichts, dann mache ich das jetzt für mich. Und dann habe ich mich nicht mehr gemeldet und er sich auch nicht. Ja, Nee. ja. Ich habe den Und Arbeitsplatz auch gewechselt und alles, ja. ja, das glaube ich auch besser. Ja. Und war Und war der dann nicht Liebeskummer mehr dann ein schlimm Thema, oder wie wie hast du hast du den denn? so erlebt danach, so die Zeit dann? Also das große Problem, auch jetzt nachträglich reflektiert, war auch, dass Corona war und ich einfach keinerlei Chance Ah, hatte, verstehe. irgendwie ja, was zu erleben oder unter Menschen zu kommen. Also es war 2020 im Juni und wissen wir ja alle, wie es dann gelaufen ist. Ich hatte fast keine Möglichkeit um Ablenkung oder zu merken, das Leben geht weiter. Und da war dieser Liebeskummer, also würde ich sagen, sehr, sehr schlimm. Die krasseste Erfahrung in meinem Leben. Die ersten paar Monate erinnere ich mich einfach nur total benebelt daran. Also da ging es wirklich, so krass es klingt, für mich ums Überleben. Also ich habe nicht mehr gewusst, woran ich glauben soll, meine Werte. Ich habe mich wie Dreck gefühlt, so dieses ohne ein Wort mich abzuspeisen, kein Wort der Entschuldigung. Währenddessen er wohlgemerkt auf Partys war, man hat das im Internet alles gesehen. Oh, Und ich ja. habe wirklich immer, und diese Frau war ja dann auch mit ihm zusammen. Und ich dachte mir, Mensch, wie blöd bin ich denn? Also ich habe mich furchtbar gefühlt. Und da habe ich auch wirklich zum ersten Mal gemerkt, so, boah, krass. Also die Psyche, obwohl ich Psychologie studiere, aber die Psyche und das Herz, das war wirklich eins. Also ich hatte Herzrasen, ich konnte nicht schlafen. Man hat es ja auf den Bildern gesehen, ne? Ich war unfassbar dünn. Ich wusste wirklich nicht mehr weiter mit mir. Sie hat mich wie aufgefressen und ausgesaugt und dann so weggeworfen gefühlt. So, ja, jetzt bringst du mir nichts mehr. Das ist für eine Frau oder für einen Menschen Anfang 20, glaube ich, schon ein Das Wort, ist ja. ja. Boah, Wahnsinn, ey. Ja, wenn man das Das dann auch sind auf auch Social Social Media, Media. klar, Ja, man man sollte sollte es es nicht nicht tun, tun, aber aber. man ist immer die Verlockung ist natürlich immer noch da, ne, zu gucken, was macht er jetzt und so, ne, wie so, ne, Tatsächlich hat er ja. kein Social Media, aber ich habe die meisten Sachen rausgefunden über seine Partnerin dann. Ah, okay. Oh Genau. Mann, ey, krass, ja. Und wie Und ist dann 37 Grad auf dich aufmerksam geworden? Wie kam das dann? 37 Grad hat einen Aufruf gemacht und ich verfolge die Serie tatsächlich auch sehr gerne.
Und ich fand den Aufruf total spannend. Und ich habe in meinem Weg daraus unter anderem dich verfolgt und aber auch in Foren war ich da, auf Ah ja, Facebook und so. Und da wurde der Aufruf auch, also wurde das, also ich weiß gar nicht, sie haben auch gefragt, ob Leute auch in Foren sind. Und ich habe dann gedacht, Mensch, mir dieses Forum oder deine Community, das hat mir so viel gegeben, ich kommentiere diesen Beitrag einfach, Ja. weil ich hatte damals meine Gedanken niedergeschrieben in einem Buch. Und das habe ich Freunden gegeben, die in einer ähnlichen Situation waren. Und die Ja, haben gemeint, boah, toll, das hat ja. mir voll geholfen, krass und so. Und dann dachte ich mir, ich will raus aus dieser Opferrolle. Ich möchte eben nicht erzählen, so, ach, der Arme, der Böse, ich Ja, Arme, sondern super. ich Ja. wollte eigentlich eher zeigen, so Leute, und ich kann euch jetzt im Nachhinein erzählen, ihr schafft es, kommt raus. Ihr müsst es nicht ertragen. Es gibt ein Ende von dieser Hölle. Und deswegen Ja. habe ich den Beitrag kommentiert und gemeint, ich würde da gerne was dazu sagen. Ja. Genau. Ja, super. Und war sonst noch irgendwas, wo du dich da falsch wiedergegeben gefühlt hast? Oder wie war so diese Erfahrung da bei 37 Grad dann? Ja, tatsächlich muss man ja auch sagen, so ein bisschen als Entschuldigung von deren Seite aus, das ist ja ein Beitrag von 20 Minuten, das ist Ja, super schwierig, ja. Wir ja, haben drei ja. Tage gedreht, es waren zwei Geschichten zu erzählen, plus der Psychologe, der es kommentiert hat, dass es abgespeckt dargestellt wird, ist natürlich klar. Ja. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, aber es gibt zum Beispiel Sachen wie, ich dachte, es handelt mehr darum, wie habe ich es denn rausgeschafft? Was habe ich getan, dass es mir besser ging? Weil, wie du richtig sagtest, auf einmal ist dieser Sprung da und ich stehe strahlend in meiner neuen Wohnung und man versteht nicht ganz, ja, hä, aber wie ist das jetzt Ja. passiert, gell? Und da haben wir zum Beispiel einen ganzen Drehtag gehabt, wo ich nur darüber gesprochen habe. Und auch meinen Eigenanteil oder mich reflektiert habe. Und das ist meiner Meinung nach für mich persönlich zu kurz gekommen. Und ich habe auch die Facebook-Kommentare gelesen. Viele haben kommentiert, ja, nach einem halben Jahr, ne? Das war ja kein halbes Jahr. Ah. Es war zweieinhalb Jahre. Und ich wollte auch unbedingt, dass rauskommt, dass das eher so eine On-Hold-Beziehung war. Also dieses immer ein bisschen und wieder zurück, als dass es so eine glatte, aalglatte, offizielle Liebesbeziehung war. Ja, das ist schon ein wichtiger Unterschied, ne? Wobei es gibt natürlich auch Leute, die nach 6 Monaten völlig kaputt sind. Das Ja, gibt es natürlich auch, natürlich, ne? natürlich. Ja, aber trotzdem, ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja, das war ja meine Kritik. Ich hatte genau in meiner Reaction ja auch, dass viel so dieses, also war zwar grundsätzlich ganz gut dargestellt, aber dieses Opfermäßige sehr, also nicht, natürlich ist man ja auch Opfer, ne? Ist ja klar, du bist ja auch Opfer geworden, aber dass dieser Prozess, wo man diese eigene Stärke gewinnt, dass das nicht so fokussiert wird, ne? Das finde ich auch immer ein bisschen schade, so, ne? Ja. Genau. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in der Szene am See, da weine ich ja. Und Ja. da habe ich aber geweint, weil das war ein Ort, wo ich oft mit ihm war und gute Zeiten hatte, wo Ja, ich genau, früher das erinnere mich, alleine ja. war und wo Ja. ich aber nicht mehr hin konnte. Und ich war dann Genau. nach 3 Jahren, ja, alleine wieder dort. Und dann hat mich das überwältigt zu sehen, ich stehe jetzt hier mit dem ZDF. Oh Gott, das hätte der, also was, ich habe es geschafft, so im Sinne von nicht, ich bin jetzt mit dem ZDF da, sondern ich schaffe es, über meine Geschichte zu reden. Ah, wann Ich habe wichtig. irgendwie so einen, wie so ein Phönix aus der Asche, ich habe es rausgeschafft, Ja. es ist vorbei. Und Ja. diese Situation, ich fand es nicht mehr schlimm an diesem See. Also es war auf einmal so, ich stehe mit anderen Menschen da, die meine Geschichte hören wollen und ich kann damit vielleicht anderen helfen. Und ich Ja. hatte das Gefühl, das ist eher so zusammengeschnitten, mir geht es jetzt noch so furchtbar. Ja, das ist echt schade. Ja. Das ist echt schade, ja. Ja, das ist, ja, Storytelling ist immer wichtig, aber es ist natürlich wirklich schade, wenn das dann so ein bisschen. Also das hat auch echt gefehlt, dieses, ja, sage ich auch, manchmal diese toxischen Beziehungen können ja auch, wenn man sie richtig verarbeitet, auch einen totalen Push nach vorne geben, so, ne? Und Selbstvertrauen stärken und Selbstliebe und. Aber ja, schade, dass das nicht so rübergekommen ist, ne? Das ist, ja. Genau, was würdest du denn, also wann bist du denn eigentlich auf Liebeship gestoßen? Schon in der Beziehung oder danach erst so? Oder so auf unsere Community? Oder wie war das so? Also so genau zeitlich müsste ich jetzt lügen, aber es war auf jeden Fall noch am Ende der Beziehung, so wo Ja, ich mich ja. dann angefangen habe zu hinterfragen oder mal tatsächlich gegoogelt habe, so
Hey, was passiert hier, diese Dynamik? Ich verstehe es nicht. Warum? Also ich rede über meine Gefühle, warum kann es der andere nicht? Und dann bin ich auch auf viele blöde Sachen gestoßen, so nach dem Motto, melde dich doch mal 10 Tage nicht, dann bist du wieder interessant. Also so, kennst du bestimmt auch, ne? Und dann dachte ich mir, nee, das ist doch total unauthentisch. Ich kann doch jetzt nicht irgendwie jemand sein, der ich gar nicht bin, damit er mich mag. Und dann habe ich die Symptome anders bezeichnen können, also die Verhaltensweisen. Und dadurch bin ich dann auf dich gestoßen und das war für mich ein enormer Boost und eine große Hilfe für mein Selbstbewusstsein und für das Verständnis. Aber so richtig, also muss ich sagen, nächtelang habe ich dann deine Kommentare oder deine Videos geschaut, als ich nicht schlafen Ja, konnte. Ja, das machen ja viele. Lassen das ganze Nacht laufen, ne? Das höre ich immer wieder, ja, ne? das hat mich beruhigt, ne? Ja. Dieses allein zu lesen, dass andere Menschen auf einmal eine ähnliche Erfahrung haben, dass da irgendwie ein Muster dahinter liegt. Ne? Ich bin nicht alleine. Das ist Ja, das nicht glaube ich meine ganz gestörte wichtig. Ja. Wahrnehmung, was mir immer Ja. eingeredet wurde. Ja. Hast du danach so Schwierigkeiten gehabt? Also manchmal kommt man ja dann wieder in weitere schlechte Beziehungen. Also hast du danach das so ändern können oder also da dein Beuteschema, sage ich mal, oder bist jetzt in der, ja, zwischendurch mal in eine bessere Beziehung gekommen oder bist du jetzt in einer Beziehung? Wie ist dir dann so weiter ergangen? So. Also, ich bin danach weggezogen nach München in eine Großstadt und war Mm, da so schön. ein quasi niemand und es hat mir so gut getan. Ich hatte keine Angst, auf die Straße zu gehen und zu denken, oh Gott, Ja. ich treffe ihn, oh Gott, die Leute kennen mich, die kennen meine Geschichte. Jetzt bin ich irgendwie das Opfer oder ich sehe ihn mit ihr, weil das war für mich immer so eine furchtbare Vorstellung in meiner Heimatstadt. Deswegen habe ich dann meine Heimatstadt verlassen. Ja. Und okay, wer München kennt, das ist die Stadt der Singles. Ja. Und ich habe mich am Anfang gar nicht gedatet, weil ich mir dachte, nee, ich will das alleine für mich aufarbeiten. Und ich Ja. wäre gerade in dem Moment kein guter Partner für niemanden. Also das ist ein Quatsch, weil ich gerade selber so Ängste habe und jedem was unterstellen würde, der lügt mich an oder ich hatte Angst, irgendwie nur einen Lob von jemandem zu bekommen. Damit konnte ich nicht umgehen. So, okay, der lügt bestimmt, so toll kann ich gar nicht sein. Oder so war mein Mindset noch. Und als es mir dann so peu à peu besser ging, habe ich schon Dates gehabt in München. Und es war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, weil, wie du sagst, ich habe da natürlich Leute getroffen, wo ich mir gedacht habe, das sind ähnliche Züge, aber ich habe es diesmal geschafft zu sagen, tut mir leid, ich mag mich nicht mehr treffen oder so, oder ich möchte mich nicht mehr treffen. Und umgekehrt hatte ich wahnsinnig tolle Männer, wo ich gedacht habe, boah, krass, so kann jemand mit dir umgehen, der kann dich irgendwie auf Händen tragen. Und es war, ich wollte damals keine Beziehung, aber ich habe einfach gemerkt, es gibt was anderes. Und mit was hast du dich da zufrieden gegeben? Also es war immer ein Prozess. Und natürlich habe ich da auch Leute mit solchen Zügen angezogen. Ja, würde ich schon sagen, gerade am Anfang, weil man da noch ein bisschen geschwächt ist. Aber da finde ich es halt so wichtig, an sich zu arbeiten und deine Kurse zu besuchen oder Videos zu schauen, Bücher zu lesen, Podcasts, all das, um solche Verhaltensmuster zu an dem anderen, aber auch an sich zu erkennen. Und ich hatte wirklich, also ich danke jedem, dem ich da getroffen habe, weil das was mit mir gemacht hat. Also ich habe zum Beispiel dann meinen Personal Trainer, mit dem bin ich mal nach Paris geflogen. Dann habe ich ihn mal in Kalifornien besucht und habe da tolle Menschen kennengelernt. Und das hat einfach sehr viel mit meinem Selbstwert gemacht. So dieses, du bist allein in Amerika, ganz allein in Amerika. Schaffst du Toll. das? Du kannst doch eigentlich nichts. Ne? Das war so mein Mindset. Du bist doch dieses kleine Mädchen so. Und ich bin einfach so viel erwachsener geworden, so viel reifer. Oh Und Mann, dann habe schön, ich auch ja. peu à peu andere Menschen angezogen. Ja. Ja. Super. Boah, absolut, ja. Und willst du, also ich glaube auch sowieso, dass Leute, die in beratenden Berufen sind, sage ich mal, dass sie vielleicht manchmal noch anfälliger sind für diese Beziehungen, eben weil sie mal denken, sie könnten den anderen. Ich verstehe das, ja. Und also das fand ich auch nochmal krass bei dir, dass ja nicht in allen von diesen Beziehungen so, dass gerade wenn man so, soll ich mal sagen, Momente hat, wo der andere sich öffnet, das macht es manchmal noch schlimmer, weil es dann noch länger dauert, ne? Also wenn jemand immer gleich kühl ist oder dann wäre es ja einfacher. Aber gerade dieser Wechsel von kalt zu, ja, jetzt öffne ich mich dir,
Der ist so besonders, habe ich auch so wahrgenommen, ist so besonders schlimm, so, ne? Besonders süchtig machend ja, es mir immer wieder eine Chance gibt und dann kommen gleich noch irgendwelche Freunde und sagen, ja, nee, jetzt hat er sich ja geöffnet und dann denkt man, okay, da muss ich es wohl auch noch mal probieren und das ist Ich hatte auch echt seine schwierig, Freunde ja. kennengelernt und die haben Ja, mir alle Wahnsinn, ey. gespiegelt, dass er jetzt so, also dass ich ihm so gut tue, sie zwar noch nie von mir was gehört hatten, aber er an sich sehr Oh. verschlossen ist, was sein Privatleben Oh, ist angeht. das Und krass. dann dachte ich mir, ach, deine Zweifel sind ja gar nicht gerechtfertigt, weil die wiederum müssten ja eigentlich in meinem Wertesystem mir sagen, hey, stopp mal, da gibt es halt noch Ja, mindestens eine genau. andere. Und das hat mich halt wirklich auch immer wieder zu ihm gehen lassen, weil ich gedacht habe, ich verstehe ihn. Die anderen merken das, ich tue ihm gut. Und ja, da Wahnsinn. konnte ich nicht Boah, das ist so loslassen. mies, ey, wirklich. Ja. Kannst du heute jetzt so ruhig drauf zurückschauen oder gibt es da noch starke Gefühle, wenn du so daran denkst oder gibt es Wut oder hast du das Gefühl, dass es jetzt wirklich abgeschlossen und das war es jetzt auch so? Also ich muss sagen, ich bin wieder in einer Beziehung und das aber auch erst 3 Jahre danach. Und das war nochmal so wirklich auch ein Abschluss, wo ich dann auch Eigenanteile nochmal von mir gemerkt habe, wie ich mich im Bindungsverhalten verhalte. Und das hat natürlich auch nochmal was viel geheilt. Nicht, weil ich es im Außen gesucht habe, sondern weil ich einfach gemerkt habe, so, also es klingt jetzt total pathetisch, aber hey, krass, hätte ich damals gewusst, dass das dabei rauskommt, dass ich nochmal so glücklich sein kann und so Oh einen Mann, ist das tollen schön. Menschen begegnen kann, dann wäre das ja alles irgendwie machbarer gewesen. Das heißt, ich glaube, ich habe damit schon abgeschlossen. Ich sehe das auch mittlerweile so, dass ich, ja, die Antworten, die ich haben wollte, die hat er mir gegeben in dem Verhalten, wie er sich verhalten hat. Und das, was er jetzt gerade macht, das hat ja absolut nichts mehr mit meinem Leben jetzt zu tun. Ich habe mein Leben radikal verändert. Also ich habe mir Ziele neu gesteckt. Ich habe Freundschaften aussortiert, meinen Arbeitsplatz gewechselt. Also ich habe alles neu gemacht und ich fand das so heilsam zu wissen, die Person, die ich heute bin, was mein Lieblingsessen ist, wovon ich träume, das weiß er ja gar nicht. Und die Person, die er verletzt hat oder die auch ihren Eigenanteil dazu beigetragen hat, ich konnte mich entwickeln. Die gibt es ja gar nicht mehr. Also die ist noch in mir drin, aber in einer geheilten Form. Und ich bin jetzt viel stärker, erwachsener wahrscheinlich auch, emotional reifer. Und deswegen kann ich darauf zurückblicken und sagen, war eine furchtbare Zeit. Und ich will das auch nicht so hinstellen, so, ach nee, ach, das war doch gut, dass das passiert ist, sonst wärst du ja heute nicht die und die. Ja, nee, also Leute, geht mal so durch die Hölle, ne? Damit kann ich mich nicht identifizieren. Aber ich kann sagen, ich bin froh für alles, was danach gekommen ist, weil das mich schon hat skaliert auf die Ebene, was ich von meinem Leben will. Und ich das jetzt auch so sehen kann, dass er mir das hätte niemals geben können. Also ich wünsche ihm nichts Schlechtes, gar nichts, aber das Leben hat einfach was anderes für mich vorgehabt. Und das Schön, hat mir ja. halt unter die Nase reiben wollen durch ihn. So, falscher Weg, falscher Weg. Hör mal auf deine Intuition, ja. Ja, manchmal müssen wir erst das Falsche machen, um dann das Richtige zu finden. Ne? So ticken wir Menschen manchmal. Ne? Ja. Ist ja das denn jetzt in einer besseren, gesünderen Beziehung? Manche erleben ja dann so ein bisschen Bindungsangst oder dass es so zu ruhig ist. Hast du sowas erlebt oder ging das gleich gut irgendwie so? Also am Anfang von meiner Dating-Phase habe ich das schon gemerkt, das hatte ich auch gesagt, dass ich mich da sehr schnell zurückgezogen hatte. Ich fand es zum Beispiel auch ultra schlimm, nur von jemandem umarmt zu werden, weil ich mir gedacht habe, ah, nee, das ist mir jetzt, ich will keine Bindung aufbauen. Und ihn tatsächlich kenne ich schon 25 Jahre. Ich glaube, deswegen hatte er das so ein bisschen in Anführungszeichen einfacher. Aber da ist es mir nicht mehr schwer gefallen. Aber ich muss sagen, das lag wirklich daran, dass ich viel an mir gearbeitet habe, weil ich wollte nicht, dass diese Episode in meinem Leben mich so krass charakterlich verändert, dass es auf ewig mein Leben beeinflusst, ich Ängste habe, ich denke, jemand führt ein Doppelleben. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass dieses Böse oder dieses Schwarze über meinem Leben liegt. Und deswegen in der Beziehung. Nee, da kann ich einfach nur genießen. Und das wünsche ich allem auch, also jedem, dass man eine Zeit lang vielleicht Single ist, an sich arbeitet. Ich hatte auch meinen Teil dazu beigetragen, um Gottes Willen. Ich hätte viel früher gehen müssen, ja. Ich hätte viel früher sagen müssen, hey, stopp, so gehst du mit mir nicht um, ja.
Selbstwert entwickeln. Das kann man nicht nur ihm als Täter zuschreiben, ja. Ja. Aber das ist in meiner heutigen Beziehung ganz anders. Das ist auf Augenhöhe. Und das ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Oh Mann, richtig schön. Ne? Das ist witzig, Ja. das sagen relativ viele, dass sie dann Partner auf so eine ganz andere Art finden. Jetzt vielleicht auch nicht über Online-Dating, sondern vielleicht jemanden, den man schon lange kennt, den man vielleicht schon befreundet war. Das ist wirklich interessant, so, ne? Das höre ich wirklich ganz oft, ja. Und weißt du schon, was du machen willst nach dem Studium so beruflich? Was hast du da für Ziele? Ich dachte, ich möchte in die Klinik gehen oder in der Klinik irgendwie therapeutisch arbeiten. Aber mittlerweile habe ich mein Berufsumfeld gewechselt und arbeite viel mit Kindern. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich das Oh, Gefühl habe, schön. bei Kindern kann man noch anders irgendwie ansetzen. Und ich glaube, ich würde gerne in die Kinder- und Jugendtherapie gehen oder tatsächlich, mein Traum, vielleicht doch irgendwann mal eine Praxis. Ja. Ja, schön, ja. Wenn das jetzt jemand hört, der noch so mittendrin steckt in so einer beschissenen Beziehung, was würdest du dem oder der gerne sagen, so? Ich glaube, ich würde ihr gerne sagen, dass sie den Fokus nicht auf ihn oder ihr, je nachdem, legen soll, sondern auf sich. Und zwar Ja. einfach mal gucken und sich eingestehen, mir geht's jetzt schlecht, mir darf es schlecht gehen, aber sich einfach mal rückerinnern, was waren meine Interessen davor, wer war ich davor, was waren meine Ziele davor. Es gab ja auch ein Leben davor, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann. Und den Fokus weg von dieser Person legen, weil die hat keinen Einfluss. Das ist alles in deiner Hand. Irgendwie aus dieser Opferrolle rauskommen und sagen, ich habe Macht über mein Leben, ich kann Entscheidungen treffen. Mir hat geholfen, ich bin reisen gegangen, irgendwann, als es wieder zulässig war. Ich habe einen Ort gewechselt. Einfach nicht aufgeben, weil ich glaube da mittlerweile wirklich dran, wenn du du selbst bist, dann ziehst du die Leute an, die dir gut tun. Und wenn Ja. du auf dich selber hörst, auch. Und mach solche Kurse, lese Bücher, steck alle Energie, die du in diese Beziehung gesteckt hast, in dich. Und dann wirst du merken, es passiert, das Leben kann so schön sein. Ich weiß noch, wie ich den Sonnenuntergang in San Diego gesehen habe und mir gedacht habe, oh, das Leben ist gar nicht so furchtbar. Es gibt Oh Mann, so ist das schöne cool. Orte auf der Welt. Es gibt Ja. Menschen, die mögen mich für das, was ich bin. Die haben mich angesprochen und haben gesagt, hey, du wirkst sympathisch, magst mit was trinken gehen. So, einfach sich nicht verstecken, vielleicht eine Zeit lang, aber dann aufstehen und wissen, weitermachen. Kein Ja. Mensch auf der Welt ist es wert, dass du liegen bleibst. Weil das Leben, meistens passiert das ja auch noch, wenn man irgendwie unerfahren ist oder selbst wenn man das nach 40 Jahren Ehe irgendwie erfährt. Aufstehen, weitermachen. Das hat mir auch geholfen. Ich war in Foren drin, da haben Frauen kommentiert, ich habe nach 40 Jahren Ehe die Hölle verlassen und ich habe mir gedacht, boah, krass, wenn die das kann mit drei Kindern und Haus und alles, dann darf ich auch nicht liegen bleiben. Ich habe noch mein ganzes Leben vor mir. Man, einfach mal rausgehen und sich selber treu bleiben. Nicht den Ja. Fokus auf die Person legen. Die werden wir nicht verändern. Das muss die Person selber wollen. Schauen, warum bin ich da reingeraten? Wer will ich sein? Wie möchte ich sein? Nach welchen Werten möchte ich leben? Und dann selektiert sich das schon von ganz alleine eigentlich, wer da mit teil hat und wer nicht. Einfach nicht verstecken. Dinge tun, ich habe zum Beispiel das Klavierspielen angefangen. Ich habe Reiten, Reitsport für mich entdeckt. Lauter so Sachen, gerade die Dinge, die mir Angst gemacht haben, wo ich gedacht habe, nee. Kann ich nicht. Ich habe es versucht und mein Selbstbewusstsein ist ganz anders geworden. Sich trauen, rausgehen. Leben ist viel zu schön. Zwischenmenschliche Beziehungen viel zu schön, als dass man sich an einer schlechten Erfahrung so aufhängt. Ja. Wow, Mann, schöner konnte ich das nicht sagen. Richtig, nicht richtig toll. Also man kann sehen, dass du das wirklich genutzt hast, so aus Mist Dünger gemacht hast, sag ich mal. Und ja, schön, dass wir das Bild vielleicht noch so ein bisschen abrunden könnten, was vielleicht da bei dem 37-Grad-Doku so sehr offen geblieben ist, sag ich Ja, mal. vielen Dank auch für die Ja, ich Gelegenheit. Ich bin danke ganz dir erschrocken, weil ich wollte ein Video von dir einer Freundin schicken über Beziehungen, dass man quasi immer dieselben Menschen über Online-Dating anzieht, so quasi. Und auf einmal sehe ich mich und dachte mir, huch, hä? Ach stimmt, Was, du wusstest ja hä? genau, das musste auch komisch gewesen sein, ne? Ich dachte, was hat er jetzt? Und dann, Das, weil ich dich ja eigentlich immer so verfolgt habe und dann habe ich das ja, aber das ist angeklickt und echt dachte mir lustig, das so, stimmt. krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet und
Dann wollte ich dir unbedingt schreiben, weil ich mir gedacht habe, ja, ich sehe das genauso, wie du es siehst teilweise. Und ich finde die Kommentare von deiner Community, da dachte ich mir, Mensch, die haben das doch verdient, dass da jemand jetzt auch mal was dazu sagt, wie er es rausgeschafft hat. Weil das ist ja Ja. genau das, warum ich das machen wollte, ja. Ja. Ja, das ist immer schwierig, aber naja, so sind diese Dokus halt. Aber ja, schön, dass wir das mal jetzt noch einmal die Gelegenheiten hatten, das mal klarzustellen, ja. Ja, Ja, Mensch. danke auch für die Ja. Gelegenheit, dass du da so offen warst. Es Ja, freut mich vielen sehr, Dank, ja. Friederike. Alles klar. Okay, ja, dann vielen Dank fürs Mitmachen und genau, dann schau es mal. Ja,